Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt dem Adventsspezial. Wir spielen Winter Games und das letzte Mal hatte unser Herr Klaus aus den USA dank seiner Schießkünste die Goldmedaille im Biathlon gewonnen. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, mit welcher Disziplin das weitergeht. Natürlich gibt es zuerst einmal die Zwischenbewertung, aber er sagt uns auch gleich, dass meine Hassdisziplin, das Figurenskating, jetzt kommt. Und gleichzeitig auch, ja, wir müssen die andere Seite einlegen. Denn das Spiel kam auf einer Diskette, die doppelseitig beschrieben war. Und weil das Spiel so groß war, musste man die Diskette wenden und den Joystick-Button drücken. Das Ganze kann ich hier natürlich machen, indem ich eine Tastenkombination drücke und dann die Datei mit der zweiten Seite auswähle. So, und jetzt, wenn ich den Knopf drücke, fängt also hier die Minute an zu laufen und wir müssen Figuren machen. Das entspricht im Eiskunstlauf der Pflicht. Wir haben also eine Liste von Figuren, die wir durchmachen müssen. Ich weiß die Liste nicht, ich weiß nicht genau, wie die Figuren gehen. Ich probiere einfach mal rum und schaue, was passiert. Und wir genießen die Musik ein bisschen dabei. Also, als nächstes Mal kann ich, wenn ich einfach so in die Richtung drücke, passiert einfach mal nichts. Gut, ich muss also den Feuerknopf drücken. Wenn ich ihn nur drücke, drehe ich mich rum. Sehr schön. Das war doch schon mal was. So wieder umdrehen. Okay, da muss ich den Feuerknopf drücken unten nach rechts. Gucken wir mal, was wir noch können. Das hat auch funktioniert. Ist hier noch was? Ein Sprung, war das der gleiche oder ein anderer? Das weiß ich nicht. Das sah schon ziemlich gut aus. Wir sind nicht einmal hingefallen. Normalerweise völlig gnadenlos hin. Ich habe mir einfach gemerkt, wie diese Figuren funktionieren. Probieren wir es nochmal. Und da haben wir uns zu lang gedreht und sind hingefallen. Das hat schon besser funktioniert. Probieren wir nochmal die obere Drehung. Na bitte. Und bitte den Sprung. Drehung, den Sprung bitte. Den hier, genau. Jetzt kriege ich nicht mehr die Sachen, die ich machen will. Sprung. Schön. Kniefall am Ende. Leider weniger Punkte als vorher, aber wir haben auch eine Figur nicht hingekriegt. Schauen wir mal, was Frau Klaus macht. Erstmal den Sprung. Dann macht sie die Drehung unten. Sehr schön. Und den Sprung. Und sie fällt hin. Leider kann ich euch nicht einblenden, was ich mit dem Joystick gerade mache. Dass ihr seht, wie ich versuche, hier irgendwelche Figuren zu fabrizieren.
Da springt sie vor Freude. Und jetzt weiß sie nicht mehr, was sie machen soll. Und ich schenke mir was zu trinken ein. Weder Glühwein noch Tee noch Kaffee. Nein. Bei der Aufnahme gibt es nur profanes Wasser. Und 2,7 Punkte. Bevor der Japaner anfängt, schenkt man einen Schub trinken. Und hier die Auflösung. Jetzt muss ich mal versuchen, dass ich sage, was ich mache. Also tatsächlich fängt an, das passiert von alleine. Tatsächlich, was ich jetzt mache, ist, ich drücke den Feuerknopf und währenddessen drehe ich den Joystick so komisch von schräg oben nach oben. Und das löst irgendwie diesen Sprung aus. Dann lasse ich den Joystick los und den Knopf los und drücke kurz vorm Aufkommen den Knopf nochmal. Ich weiß nicht, ob ich letztes was tun muss. Jetzt gucke ich nach hinten. Dann kann ich den Joystick nach unten ziehen und den Feuerknopf dabei drücken. Um das hier zu machen, zum Aufhören, drücke ich den Feuerknopf. Um mich wieder nach rechts zu drehen, drücke ich Joystick nach rechts und Feuerknopf. Jetzt kann ich dasselbe, was ich diesen selben Kreis, den ich nach oben gemacht habe, auch nach unten machen. Also das hier, wieder den Feuerknopf vorm Aufkommen drücken. Und ich weiß nicht, ob ich die obere oder untere Pirouette gezeigt habe. Ich zeige mal die obere. Joystick hoch und Knopf. Knopf loslassen, Knopf drücken zum Aufhören. So, natürlich, wenn ich in die Richtung gucke, kann ich auch zwei Sprünge machen, nämlich genau analog zu den beiden Sprüngen, die ich schon gemacht habe. Ich drehe mich aber erstmal um, dass ich nicht hinfalle, wenn die Musik aufhört. Und zwar mit dieser komischen Viertelkreisbewegung von, oder Achtelkreisbewegung von schräg links oben nach oben und schräg links unten nach unten. Das eben war schräg links oben. Nein, die probiere ich jetzt gleich mal aus, sich umzudrehen, nachdem... Wir verlieren tatsächlich am Anfang 3 Sekunden für die Animation und macht die Drehung links unten. Das hat nicht funktioniert, das war jetzt die Pirouette unten, aber egal. Die Drehung links unten bitte, genau. Dann machen wir doch gleich die Pirouette oben. Sehr schön. Und den Sprung oben, nein. Da sieht man es, wenn wir was machen, es geht nicht. Jetzt haben wir es doch. Zurück. Das war nix. Gibt übrigens auch der Punktabzug, wenn ich mich nicht irre, wenn man das falsch macht, wenn man hinfällt. Bleibt es auch einfach so mitten stehen, das ist auch lustige Animation. Und die letzten 10 Sekunden lassen wir sie einfach auslaufen. Das waren jetzt alle Figuren, die ich kenne. Und was sagt die Jury? Na, nicht sonderlich begeistert. Wie gesagt, ich bin in dieser Disziplin nicht wirklich gut. Ein neuer Weltrekord von El Gato mit 3,2 Punkten. Oh. Spanien. El Gato hat Gold geholt dieses Mal. Ja, dann schauen wir doch mal den Medaillenspiegel an nach dem Eiskunstlauf. Und momentan sind die USA vorne, gefolgt von Japan und Spanien und Großbritannien auf dem gleichen Platz. Skispringen ist das, was wir jetzt als nächstes spielen. Dieses Spiel ist zweigeteilt. Hier müssen wir im richtigen Moment abspringen. Ja, es geht los, wenn ich den Feuerknopf drücke, dann schießt er sich nach vorne. Und dann müssen wir mit dem Feuerknopf abspringen und danach müssen wir die Haltung korrigieren. So, dann schauen wir mal. Also, los und abspringen. Und dann die Haltung korrigieren. Und das eben, dass wenn er die... Oh, ja, er hat die Skier gekreuzt, kurz bevor er aufkam. Und ich habe vergessen, die Haltung richtig zu korrigieren. Hier weiß ich auch noch die Tasten. Wenn die Skier gekreuzt sind, muss man den Joystick nach hinten, also zu sich ziehen. So, dann zeige ich mal eben...
jetzt muss er nicht in Asyl so vor und zurück bewegen. Und wenn er die Arme anlegt, dann ist alles gut. Und das war schon ziemlich gut. 60,2 Meter und 14 Style-Punkte. Gucken wir mal weiter. Am besten gucken wir mal, was passiert, wenn ich vergesse abzuspringen. Wenn ich also jetzt keinen Knopf mehr drücke, dann fallen wir einfach hin. Das war ein Fehlversuch. Weiter geht's mit Santa Claus. Der kann ja bekanntlich fliegen, also sollte er doch besonders weit springen können. Schauen wir mal. Erstmal nach unten ziehen, nach vorne lehnen. Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was genau war. Warum ich hingefallen bin. Das kostet mich eben die Style-Punkte. Das sah nicht schlecht aus. Rauschender Applaus. 63,9 Meter. Über 200 Punkte insgesamt. Lassen wir das Nico-Charm nochmal probieren. Ich hab gezogen. Aber ich war zu langsam. Macht ja doch kurz vorm Aufprall nochmal die Ski auseinander. Das war schön. 64,1 Meter. Und Santa Claus, unser Flugass. Nicht nach hinten lehnen, nach vorne bitte. Und hoch. Nach vorne lehnen. Jawohl. Zwar nur 58 Meter, aber nicht in Gefallen. Immerhin gab es Applaus. Das liegt auch daran, weil ich eben mit Santa Claus sehr früh abgesprungen bin. Das macht auch einen Unterschied. Man muss so spät wie möglich abspringen. Tosender Applaus mit Fanfare. Und 64,3 Meter, das war nicht schlecht. Man sieht, es gibt einiges zu beachten. Am Anfang muss man im richtigen Moment abspringen und da war es zu spät. Das war tatsächlich keine Absicht. Aber es ist tatsächlich, je früher man abspringt, umso schlechter wird die Weite später. Ich glaube, 65 Meter, das war bisher das weiteste. 213. Tja, Santa Claus. Dann wieder ganz früh abgesprungen eben. So ein Mist. Aber es ist halt auch kein Kanadier. Kein Wintersportler. Der Spanier hat Probleme, sich in die richtige Haltung zu bringen. Aber hat es noch geschafft mit 62 Metern. Und hier hat Deutschland gewonnen, gefolgt von Japan und ich krieg schon wieder die Herzen rein. Deutschland hat gewonnen, gefolgt von Japan und Spanien und ich rede immer wieder in diese Nationalhymnen rein. Ja, immer noch ist Japan vorne. Und jetzt sind wir beim Eisschnelllaufen und müssen wieder die Diskette rumdrehen. Mithilfe von Tastenkombination, halt das war Seite 2, Tastenkombination und Dateiauswahl. Hier ist es nun so, dass wenn wir zu zweit spielen würden, also gesagt hätte ich hier zwei Joysticks, dass zwei Leute gleichzeitig gegeneinander antreten. Da wir nur einen Joystick haben, wird einer immer vom Computer gesteuert. Die Zeit vom Computer spielt aber eigentlich keine Rolle. Das ist nur, um ein bisschen, jetzt quasi, um ein bisschen den Druck aufzubauen und dieses Gegeneinander-Fahrgefühl zu verstärken. So. Ready, set, go. Und wie beim Biathlon muss ich wieder einfach links und rechts bewegen und den richtigen Rhythmus finden. Computer kommt nicht von der Stelle.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Computer gesteuert wird, ob das ein Zufallsgenerator ist, ob der Läufe auch irgendwie aufzeichnet, Timings aufzeichnet oder so. Ich gehe davon aus, dass er nicht Timings aufzeichnet. Das wäre eigentlich für die Kiste und Diskettenplatz doch etwas sehr, jetzt kommt er wieder näher, etwas sehr begrenzt, etwas sehr schwer, weil der Platz ist begrenzt. Jetzt hat er tatsächlich der Computer noch sehr gutes Finish hingelegt. 0,2 Sekunden schneller als ich. Aber es zählen ja nur die Zeiten der Läufer untereinander. Ready, set, go. Auch wieder nicht zu schnell, ansonsten kommt man nicht voran, aber auch nicht zu langsam und die Geschwindigkeit ändert sich auch, je nachdem, wie schnell man gerade ist. Fünf Sekunden, das war eindeutig schneller als beim letzten Mal. Ich glaube, das war beim letzten Mal war noch 34, oder? Oh, ich kann es mir schon nicht merken zwischen zwei Läufen. Und ich tatsächlich bin ich gerade sehr konzentriert. Ich will einmal gegen den Computer gewinnen. Jetzt sieht es so aus, als wenn ich endlich es schaffen. Ja! Auch wenn ich nicht sehr viel schneller wäre als vorher, aber mit 30,3 Sekunden habe ich gewonnen. Gegen den Computer. Da war der Start mies bei mir. Ich greife mal um, nehme mal die andere Hand und damit geht das schon viel einfacher, wenn ich nicht mehr den Daumen verwende. Warum habe ich das bei dem Biathlon nicht gemacht? Im Original hat man ja auch den Joystick anders in der Hand. Ganzes Stück schneller als der Computer. Und mit 30,2, ich weiß gar nicht, ob das das schnellste ist oder ob ich halt auch eine 30,1 hatte. Aber jetzt gucken wir nochmal, was Santa Claus will. Jetzt versuche ich mal direkt hier die Methode, die andere Hand zu nehmen und einfach auf den Joystick legen und hin und her bewegen. Ja, super, guck mal, wie das geht hier. Geht natürlich nur, weil ich ein Gamepad in der Hand habe oder X hat jetzt auf dem Tisch liegen. Sehr schön. Ja, so kann man dann auch das Spiel ein bisschen verarschen. Wie gesagt, mit dem echten Joystick ging das nicht so einfach. Da musste man schließlich. Man musste ihn auf eine bestimmte Art und Weise greifen. Und damit hat die USA gewonnen. Mit Sicherheit, ich glaube, ich hatte niemand anderes, der schneller als 30 Sekunden war. Ja. So, dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Oh, schon wieder. Eiskunstlauf, die Kühe. Andere Seite und ich brauche gleich einen Lebkuchen. Adventszeit. Nom, nom, nom. Tatsächlich nichts anderes als vorher. Aber neue Musik, 2 Minuten pro Spieler. Aber wie gesagt,
nichts Neues. Wir können nur diesmal die Figuren mehrfach probieren. Und er zählt, glaube ich, die ersten drei Versuche pro Figur. Ich fange mal an. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon mit allen Figuren, die ich kenne, durch. Figuren, die ich noch nicht gezeigt habe. Nein, doch, von Popo bin ich auch schon gebumst. Man sollte halt hier genug Zeit haben, um die Figuren auch mehrfach machen zu können. Wieder eine sehr schöne Musik und dafür niedrige Wertungen. Wahrscheinlich fehlen mir einfach ein paar Figuren, wo ich einfach nicht weiß, wie man sie macht. Keine Ahnung, ich mache jetzt hier randommäßig irgendwelche Figuren, die ich kenne. Eine andere Variante ist natürlich, wild den Joystick hin und her zu bewegen und den Knopf zu drücken, was aber meistens einfach nur darin resultiert, dass sie sich die ganze Zeit hinkniet. Ich genieße gerade die Musik, deswegen bin ich so still tatsächlich. Ich habe schon immer die Musik von diesem Spiel geliebt. Und
die hier zum Schluss und drehen uns rum, dass wir nicht am Ende hinfallen. So, dann schauen wir nochmal. Probieren wir nochmal den Sprung hier. Gefolgt von einer oberen Pirouette. Und gefolgt von dem Sprung unten. Nein, das wurde zur unteren Pirouette. Okay. Der Sprung unten. Dann wieder rumdrehen. Der Sprung unten rechts. Wieder rumdrehen. Der Sprung oben rechts. Und damit haben wir alle durch, die ich kenne. In 30 Sekunden. Jetzt würde ich quasi mal die Anleitung lesen müssen, um zu sehen, was es sonst noch gibt und warum ich so wenige Punkte kriege. So, drehen wir noch mal ein paar Pirouetten. Gucken wir mal, wie lange wir das durchhalten. Nicht sehr lange scheinbar. Wir haben tatsächlich nichts gemacht, die ist von alleine hingefallen. Bei der unteren. Da fällt sie dann auf den Hintern. Jetzt wollen wir die natürlich noch mal ordentlich machen. So, damit sie auch unterbrechen oder beenden. Diesen Lauf. Ich weiß, ich bin jetzt etwas leise bei dieser Disziplin. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich sie kommentieren soll. Für mich sehr langweilig. Jetzt habe ich den Lebkuchen von heute schon gegessen. Ich würde gerne noch einen essen. Ich lache mir drei Lebkuchen an. Die sind über die nächsten drei Folgen. So, Kitty. Ja, ich hoffe, dass ihr euch nicht so langweilt, ehrlich gesagt, wie ich. Weil das irgendwie immer das Gleiche ist. Das ist natürlich wirklich interessant, wenn man unterschiedliche Spieler hat, die erst die Figuren lernen müssen. So. Schauen wir mal. Wir springen hier. Wir springen noch mal so. Und unten diese wackelnde Scheibe unten, wenn wir springen. Wackel, 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 wackel. Und einmal die Pirouette oben. Das einzig Schöne an diesem Ding ist, an dieser Disziplin ist die Musik, muss ich gestehen. Sprung hier. Sprung, Sprung, Sprung. Das Ganze ist auch etwas träge. Die reagiert nicht sofort unbedingt. Sondern braucht teilweise ein Weilchen. Und da habe ich den Knopf gedrückt beim Aufkommen. Dadurch falle ich hin. Und einmal die Pirouette oben. Und noch einmal unten. Interessieren, was passiert, wenn ich die Pirouette oben mache und dann nach unten drücke. Ich kann wechseln. Nice. Ich kann wechseln. Kann ich auch von unten nach oben wechseln? Pirouette unten und dann oben. Oben? Nein, kann ich nicht. Interessant. Drehen wir uns wieder rum, dass wir nicht hinfallen.
und lassen die Musik auslaufen. Für mich genug Zeit, mich am Ohr zu kratzen. Ja, trotzdem niedrige Wertungen, trotz all der Mühe, die wir uns gegeben haben. Und es ist noch jemand. Natürlich ist es noch jemand, wir haben ja schließlich 5 Spieler. So, ich würde auch sagen, nach diesem Spiel haben wir dann die heutige Folge erreicht. Wir sind ja schon bei einer halben Stunde. Wieso springt die jetzt nicht? Ich mache den Sprung gerade. Jetzt aber. Ja, dafür habe ich nicht falsche Richtung. Das stimmt. Also wenn man einen der Sprünge macht, mit denen man, bei denen man nach rechts drücken muss, muss man auch nach rechts schauen. Also wir wissen, wir können die Pirouette oben machen und dann wechseln zur Pirouette unten und dann aufhören. Sehr schön. Und damit haben wir alles durch. Ja, ich kann die Pirouette oben noch alleine machen. Aber irgendwie macht es mehr Spaß, wenn man die direkt hintereinander macht. Dann machen wir nochmal die Sprünge aus. So. 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 Und so. Huch. Da habe ich vergessen rumzudrehen. Das gibt wieder Punktabzug. So, was ich sagen wollte ist, ich würde sagen, dass wir nach diesem Spiel die Folge beenden und wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Und ich hoffe, ihr habt eine angenehme und besinnliche Zeit, trotz Coronavirus. Und wenn wir uns wiedersehen, natürlich werde ich noch die Zeremonie machen, aber ich will diesmal nicht in die Nationalhymne reinreden, deswegen sage ich das jetzt schon. So. Oh. Und ich würde sagen, wenn wir uns wiedersehen am dritten Advent, schauen wir mal, was es sonst noch für Disziplinen gibt. Also, es kommt gleich, müsste gleich die Siegerehrung kommen, das müsste der 5. Lauf gewesen sein. Ich habe nicht mehr gezählt, ganz ehrlich. Nach der Siegerehrung beim Medaillenspiegel seht ihr dann das Ende der Folge. Ja, es gibt sogar ein neuer Weltrekord. Ja. Schön. Die USA haben gewonnen, wobei Nico-chan für Japan auch 3,2 Punkte bekommen hat, aber trotzdem wird halt nur eine Nationalhymne abgespielt. Nun gut, was ich sagen wollte, beim Medaillenspiegel, der jetzt gleich kommt, verabschiede ich mich und starte dann gleich die nächste Aufnahme für den dritten Advent. Wir sehen uns also in einer Woche. Und die USA sind vorne. Ciao, miau.